So, ein viel gesuchter und gefragter Panzer, die Maus, wenig gespielt in-game, weil die nicht mehr so wirklich zeitgemäß ist. Aber ab und an hat die richtige Spaßmomente. Wir sind hier in einem 10er Gefecht, 53% Siegchance auf der Karte Fischerbucht. Der gegnerische M103 schreibt hier, Maus hat er schon. Ich weiß nicht genau, was er damit meint und frage ihn, ob er das Daily meint. Die Maus ist ein HD-Modell, ebenfalls mit Patch 9.0 zum HD-Modell umfunktioniert bzw. als HD-Modell eingeführt worden. Das heißt, die Panzerdetailstufen sind um ein Vielfaches höher als bei den normalen Panzern. Und den M103 aus dem Gegnerteam verstehe ich ja so, dass er seinen Tagessieg auf der Maus heute schon gespielt hat. Und tja, schreib ihm hier, dass ich meine Maus auch nur dann spiele, wenn hier mal 5 Events sind. Oder eben ab und an mal im Zug. So, zum Gefecht. Wir haben hier in der Stadt den FV-183 gespottet. Also FV-215B-183. Ich nenne es den Noob-TD. Den möchte ich hier nach Möglichkeit nicht begegnen. Und der M103 klärt hier auf. Er hat nicht gemeint, er hat seinen Tagessieg auf der Maus gespielt. Er hat heute seine Maus schon zerstört, beziehungsweise eine Maus abgeschossen. Ich fahre jetzt hier einfach geradeaus weiter vor, um in die Seitenstraße vom FV zu kommen. Winkel den Turm ab, wie man sehen kann. Der E75 achtet hier nicht so wirklich drauf, was rund um ihn herum passiert. Den M103 auch aufgemacht. Der FV steht hier direkt in der Seitenstraße, das heißt für mich sehr schön seitlich hier. Tiger 2 und US-3 ziehe mich ein bisschen zurück. Hab hier Auto-Aim auf den Tiger 2 gesetzt. Da brauche ich nicht wirklich zu zielen. Dafür kassiere ich jetzt von der Seite einen Treffer vom M103. Ich weiß, dass hier Zeit ist, zumindest mal anzufangen, ein paar Gegner rauszuschießen. Der Tiger 2 zieht mir hier die Kette. Der E75 trifft mich wieder an die Seite. Jetzt habe ich die Kette kurzfristig wieder drauf gehabt. Allerdings. Wollte ich hier eigentlich den Tiger 2 abschießen? Unglücklicherweise komme ich hier mit 248 mm Durchschlag nicht an seiner oberen Platte durch, was ein Unding ist. Den E75 einfach nur aus der dritten Person in die Seite. Tiger 2 fängt jetzt an, mit APCR zu schießen. Die nächste Kette, die flöten geht, da kommt der E75 wieder seitlich raus. Und für mich hier die Möglichkeit, den ersten Gegner rauszuschießen. Schon wieder die Kette im Eimer. Und jetzt mache ich mich hier an den IS-3. Da reicht auch wieder Auto-Aim, kurz anwinkeln. Nehme hier direkt den IS-3 noch mit drehen und da ist der Tiger 2. Prallt wiederum an der angewinkelten Seite ab.
Der nutzt hier die kurze 10,5 cm Kanone, so wie es aussieht. Mein dritter Abschuss. 4153 Schaden. Und effektiv habe ich hier bisher zwei Treffer eingesteckt, die Schaden gemacht haben. Ich schreibe hier dem gegnerischen M103 nicht meine Maus. Also meine Maus macht er nicht kaputt. Rundum geguckt, wo die Abpraller erfolgt sind. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Man winkelt jetzt hier gegen den E5 an. Fahr weiter vor während dem Reload. Nutzt den Felsen hier als Deckung. Und schießt den E5 noch raus. Viereinhalbtausend Schaden. Gefühlt ungefähr 1000 Abpraller. Aber das Weitere wird sich ja demnächst im Kampfbericht ergeben. Allerdings werde ich hier wahrscheinlich von dem Match nicht mehr wirklich viel mitbekommen, da die Maus einfach ein bisschen zu langsam ist, um hier noch großmächtig auf der Karte rumzuflitzen und Gegner zu jagen. Ich spule mal ein bisschen vor. Sind die, ist die Chance hier nochmal was abzubekommen recht gering. Und damit ist das Gefecht beendet und wir kommen zum Kampfbericht. So, abschließend der Bericht, ein Sieg. Das Panzer ist auf der Maus 93.373 Credits erhalten, die Stahlwand und 8.865 Erfahrung für das Mal-5-Event, was da an dem Wochenende war. Ist schon eine Weile her. Im Teamscore können wir sehen, nach Erfahrung sortiert. 4.500 Schaden, 4 Kills, 1.182 Basiserfahrung. Der detaillierte Kampfbericht sagt aus, 12-mal geschossen, 12-mal getroffen, 12 Durchschläge, 4.511 Schaden, selber 24 Treffer erhalten, 12 davon waren Wirkungstreffer, 2 davon lediglich Treffer, die die Kette gezogen haben, 2 davon Treffer, die Schaden gemacht haben, der Rest waren Kettentreffer und 12 Nicht-Durchschläge. Leider wird der potenziell erhaltene Schaden bei Kettentreffern nicht mehr berücksichtigt, auch wenn man die Ketten effektiv einsetzen kann als Panzerung, als Schottpanzerung, wird das hier nicht mehr mitgewertet. Deswegen fällt der potenziell erhaltene Schaden hier bei 4400 Hitpoints etwas niedrig aus. Wir haben einen Gegner aufgeklärt, 5 Gegner beschädigt, 4 Gegner zerstört, 3358 Spotting erhalten durch das, dass wir in der Stadt so weit nach vorne gefahren sind und die Gegner damit praktisch dauerhaft aufgeklärt haben. Wir sind knapp 1,8 Kilometer gefahren nach Abzug von Reparatur- und Munitionskosten. Sind hier 71.605 Credits übrig geblieben. 1773 Erfahrungen war das Ganze einfach. Mal 5 sind wir auf die 8865 gekommen. Dazu gab es noch 88 freie Erfahrung und das Panzerass auf der Maus. So, das war's auch schon hierzu. Was diese Meldung immer wieder bedeutet, weiß ich auch nicht.
Zurück zum Text. So, das war's. Panzer ist auf der Maus. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht anzuschauen. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Spielen. Würde mich über Kanalabos und Likes freuen. Ja, und melde mich an der Stelle ab.